Dienstag, 0:06. Ja Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Und ihr könnt sowieso nicht stehen geblieben jetzt mit dem, ja, Mann hier, dem mysteriösen Mann hier vor diesem Motel. Da würde ich sagen, Leute, gerne ein Like, wenn es gefällt, wie in jedem Video. Und dann würde ich sagen, Leute, starten wir jetzt mal rein hier und gehen wir rein. Erstmal. Und mal sehen, was er hier so machen will. Aber ist schon schmerzhaft, das zu sehen, ne? Ein bisschen schmerzhaft. Ich suche seit Wochen. Hoffe, ich habe diesmal Erfolg. Ja, ich hoffe es nicht. Der Rezeptionist könnte mir weiterhelfen. Ich nehme lieber die Treppe. Mal sehen, was passiert, wenn wir einfach sofort die Treppe nehmen. Können wir einfach hochgehen, oder wie? Ja, können wir sogar. Wir können einfach hochgehen, einfach ohne irgendwie den Typen zu fragen. Okay. Also eigentlich ist es nicht so nötig, wenn man die Rezeption fragt, kann einfach hochgehen und einfach das alles überspringen. Hallo? Oh. Ich glaube, die machen gerade Schnickimicki, oder habe ich das gerade bisschen verhört? Ist hier Schnickimicki? Keine Ahnung. Oder es war doch bei einem anderen Spiel? Oder ich habe gerade irgendwas gehört. Ich weiß es nicht ganz. Ist hier jemand? Hallo? Ich weiß, wo es ist, Leute. Klar, aber ich wollte mal hier noch ein bisschen testen hier. Da würde ich sagen, Leute, gehen wir hier rein. Klopf, klopf, wer ist da? Lauren Winter. Der Weihnachtsmann. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Ey, ey, ey. Halt. Ich hab einen Termin. Kapi. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Da denkt man erstmal, what the fuck? Wir spielen jemanden, der hier gerade eine Prostituierte sucht. Aber leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? 10 Minuten? 50 Euro oder Dollar? Es ist keine Ahnung, ob der Preis gut ist. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, muss ich sagen. Werde ich auch nie machen, sowas. Auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Hübsches Mädchen, aber zu jung, um sich in so ein Dreckloch zu verkriechen. Ja, das ist das Ding. Ihr Zimmer ist tiptop in Ordnung. Ich kenne Huren, die sich keinen Dreck um ihre Wohnungen kümmern. Willst du uns irgendwas sagen, Bruder? Ich muss geschickt vorgehen, um etwas aus ihr rauszukriegen. Hä? Sie hält mich für einen Kunden? Vielleicht bist du auch einer. Lieber Scott Shelby. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ah, Scotty Boy. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Ja, ey, komm schon, hartnäckig bleiben, komm. Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Und auch sie hat ihren Sohn verloren, also ist schon... Ich verstehe Sie, Lauren. Harte Pille zum Schlucken, ne? Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Kaufen, Gefühle ansprechen. Wollen wir sie mal kaufen, Leute? Ich will mal sehen, wie sie reagiert, Leute. Ich habe dafür 10 Minuten bezahlt, oder? Alles, was ich will, ist, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Sie wollen mich dafür bezahlen, dass ich von meinem Sohn erzähle? Sie können meinen Körper kaufen, aber mein Sohn ist unverkäuflich. Raus hier! Verpissen Sie sich! Ich hätte natürlich eigentlich die Gefühle angesprochen, aber ich wollte mal sehen, was sie sagt, wenn man das kauft. Ich glaube, das haben wir auch schon im Livestream mal getestet, aber
Komm schon. Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Ich hab hier alles, ich hab alles verkackt, was geht, Leute. Ich habe alles verkackt. Ich muss hier weg. Ey, yo, Lauren, bitte. Sag doch irgendwas wenigstens noch. Scheiße, ich hab alles verkackt. Ich hab nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Es ist aber auch frech zu sagen. Ja, komm, ich hab 10 Minuten jetzt. Du musst mir die Fragen beantworten, wo dein Sohn gestorben ist. Also, sie zu drängen. Sie sagt mir nichts, Leute. Mehr. Das ist eigentlich so auch geschmackslos, ne? Aber müssen wir jetzt tun, Leute. Wir müssen jetzt rausgehen, leider. Dann, Lauren, mach's gut, Süße. Und viel Stärke von mir. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Oh. Hätte ich doch lieber die Gefühle angesprochen, Leute, ne? Ah, Mist, ey. Egal, Leute, gehen raus. Ich will eh Scott Shelby. Bisschen reinscheiß. Ich denke, die meisten wissen eh schon, wer der Origami-Killer ist, aber für die Leute, die es nicht kennen, ich bin erstmal ruhig. Ja, Scotty Boy. Ja, er hat Asthma, Leute. Der Scott Shelby. Eine Sache, die ich noch nie erlebt habe, auch in meinem Umfeld hat noch niemanden gekannt, der Asthma hatte, obwohl doch jemanden in also es war nur eine der Klasse zwar, aber wir waren keine Freunde. Aber ich glaube, Asthma-Anfälle sind schon echt hartnäckig, ne? Auch bei Sporten so. Das ist schon echt nervig. Troy. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Troy the Toy. Nein, Leute. Wir werden sie trotzdem retten, Leute. Troy the Toy. Alter, was fährst du dir einfach an, Junge? Ich hasse solche Machos. Auch so nervig. Ey! Lass sie in Ruhe. Kleiner Bastards. Ey, mach die Tür auf. Klopf, klopf, du Bastards. Penisgesicht. Ist alles okay? Nein, ist nicht alles okay. Geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner. Kleiner Wichser, du. Eintreten, Scott. Bam! Du wieder? Ja, na, Penisgesicht, was geht's? Willst einer aufs Maul, hä? Kleiner elendiger Wichser. Bam! Gib ihm, Shelby, gib ihm! Oh yep, oh yep, oh yep. Friss das hier. Let's go, hier links, rechts, Kombo und er ist down. Oh yes, Scott. Jetzt links, rechts, Kombo, bam! Oder ein bisschen Körperschutz geht auch noch hier. Try the fucking toy, Alter. Hol die Cops doch, Mann! Hol die Cops! Schnell! Oh, shit! Weg mit dir! Bam! Dreckiger Wichser. Ey, Shelby, du hast doch Fäuste, Bruder! Du hast Fäuste! Eine Wrestling-Anlage? John Cena, man kennt's? Ach, Troy. Troy, du fucking Toy, Junge. Du kannst mir gar nichts hier. Bam! Also, ich kann doch schon mal sagen, egal was wir machen, wir können auch nicht verkacken in der Mission. Also, ich glaube, Shelby wird verprügelt zwar, aber er wird jetzt nicht sterben hier in der Mission. Also, egal ob wir ihn verprügeln oder nicht, es kommt immer selber hinaus. Ne? Also, trotzdem, Troy verprügeln macht immer Spaß hier. Bam! Mehr Kraft, Shelby. Du bist auch etwas breiter, ein bisschen dicker. Da kannst du auch ein bisschen mehr Kraft einfügen hier in deinen Schlägen. Kleiner Wichser. Bam! Bam! Ich sagte, ein Testkombo. Genau. Links, rechts, komm und linker Haken jetzt down. Wir sehen uns noch, Arschloch. Als Maul, verpiss dich. Dreckskerl. Geht's Ihnen gut? Oh ja. Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Oh, kein Ding, kein Ding. Nur eine Kleinigkeit. Sympathisch. Mann, oh Mann, ey. Die Welt ist grässlich, ne? Die Welt ist schlimm. Sehr schlimm. Oh, jetzt kommt der hier. Jemand, den ich leider nicht so feiere. Also, ich feiere ihn als Person zwar, aber seine Spielpassagen, seine Mission, in Anführungszeichen, mag ich jetzt nicht so ganz. Dienstag, 8.05 Uhr. Und es regnet, regnet und regnet wie Scheiße.
aussteigen. Und da sehen wir auch, der hat irgendwelche zittrigen Anfälle, der Lieber. Also Shelby hat Asthma und der Typ hier, der glaube ich FBI ist es ja auch, der Typ, hat ein paar zittrige, ja, wie gesagt, Anfälle. Und boah, ist doch eklig, wenn es mal so regnet. Meine Güte. Treten Sie zurück. Ich stehe über dir, Bruder. FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja, hier, kriegst du ins Gesicht, du Idiot. Sieh meine Dienstmarke. Okay. Bastards. Sie können durch. Besser ist es. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Oh, Blake. Der verdammte Blake. Und hier ist also ein Überfall oder ein Tatort gewesen von dem verdammten Origami-Killer. Ja, also so viele Polizisten an einem Fleck, das muss der Origami-Killer sein, der hier wieder sein Unwesen treibt. Ja. Und das ist also seine Brille hier, die Brille, die ich auch davor gemeint habe mit seinen Missionen. Ich muss sagen, das feiere ich jetzt nicht so ganz. Aber... Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Da haben diesmal Connor auch bei Detroit Become Human um einiges verbessert, die diese ganzen, sag ich mal, Suchmissionen, diese Tatortsmissionen einfach. Das waren die, da waren die von Connor echt sehr, sehr geil gemacht. Das habe ich auch sehr, sehr genossen hier. Aber leider bei 2008 von Jaden bei Heavy Rain ist es so lala. Aber wie gesagt, Verbesserung ist ja immer gut hier. Dann würde ich sagen, Leute, suchen wir jetzt mal ein bisschen nach Beweisen oder wir suchen nach Blake, je nachdem. Ich glaube, ich weiß noch genau, wo die Beweise sind, deswegen können wir es auch schnell hier machen eigentlich. Ja. Ich muss aber sagen, ey, so eine Brille wäre schon sehr, sehr geil. Aber auch sehr teuer bestimmt, ne? So eine hoch funktionierende Brille mit so viel Tech. Ja. Und klar, das sind auch natürlich auch noch Daten drin von irgendwelchen Menschen. Also man kann jetzt schon auf jeden Fall, was Datenschutz anbetrifft, jetzt nicht allzu viel machen. Ja, man kann jetzt sogar die Abdrücke sehen, ja? Und von wem es ist und wo er wohnt. Also schon sehr krass, muss ich sagen. Sehr, sehr krass. Dann würde ich sagen, erstmal Blake suchen, oder? Oder wir suchen erstmal nach Beweisen. Was sollen wir tun, Leute? Was sollen wir machen? Ich bin doch erstmal dafür, dass wir die Leichen oder auch die Beweise absuchen hier mit Norman Jaden. Hier ist noch ein Beweis. Was ist das hier? Fußabdruck mit DNA? AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Ah, okay. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Okay. Danke. Dankeschön, lieber Officer. Ich würde aber erstmal hier reingehen, Leute. Zur Leiche. Und da frage ich mich einfach, warum muss man Kinder ertränken oder sonst was machen? Hey! Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und da ist der Blake. Auch genauso ein Drecksack. Kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, auf dem Weg, Lieutenant! In einer Stunde. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Ja, sagst du jetzt, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Spuren sie schon weggemacht haben, als ich hier rumgelaufen. Das wollte ich nicht sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Ja, Lieutenant. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt.
Agenten wie die anderen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Danke, Blake. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Ja, das sind wir auf jeden Fall. Leider. Dann würde ich sagen, Brille aufsetzen erstmal und dann ab zur Leiche. Schnell uns. Ich wollte sagen, das arme Kind, ich verstehe nicht. Egal was für Motive, was für Vorgeschichten die Person hat, ich verstehe nicht, warum man generell an sich an Kindern vergreift. Ja, jetzt nicht nur wegen Ertränken, auch wegen Vergewaltigen, Misshandeln. Warum an Kinder? Generell an Menschen, klar, es ist alles schrecklich, ne? Aber dann noch an Kindern. So wehrlose Menschen, kleine Wesen, die eigentlich nichts machen können bei erwachsenen Menschen, ne? Keine Anzeichen von Gewalt. Schlimm. Schlimm sowas einfach. Sehr schlimm. Da sind traumatisiert, die Kinder. Rufen nach Mama oder Papa. Ja, wissen nicht, wo sie sind und... Boah, ey, diese Wichser. Diese Wichser, die sich an Kinder vergreifen. Alle müssen weg aus der Erde. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Die sollen von mir jetzt einfach einen eigenen Planeten haben. Pedoplanet oder so soll es heißen. Ja, Pedoplanet, so ganz gut, Leute, ne? Alle auf dem Pedoplaneten, können sie alle ihre Scheiße machen, gegenseitig einfach. Ist mir auch egal, muss ich sagen, aber die sollen sich nicht an Kindern vergreifen, diese Drecksäcke. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Jeremy Balls. Wie alt wurde er? Sehr schlimm sowas, ne? Okay. Genug bisschen rumgestänkert. Was ist denn hier? Haben wir schon entdeckt? Ich glaube schon. Das war, glaube ich, die Orchidee, ne? Genau. Die Orchidee. Stammen wohl von der Blume auf der Leiche. Dann, glaube ich, war hier noch irgendwo ein Beweis. Irgendwo am Highway, glaube ich. Hier an der Autobahn. Oder? Ist hier noch irgendwas gewesen? Noch ein bisschen mal suchen? Irgendwas gehört. Hier ist irgendwas. Fußspuren. Die könnten helfen eigentlich, ne? Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Hier ist noch was, Jaden. An der Wand. Ein Stoppfetzen? AI-Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Zeigt lang fortgeschrittene Forschung. Oh, rutschig, Blech. Ich hasse es auch, im Stamm rumzulaufen. Es ist so räudig, Mann. Ey, meine Fresse. Komm, Jaden, großer. Rauf mit dir. Du musst dir was entdecken. Hier, los, Jaden. Alter, ich glaube, hier muss man, glaube ich, sehr viele Tasten drücken, oder? Sehr viele Tasten. L1 noch dazu? Meine Finger. Na, es geht sogar eigentlich. Los, Jaden, du hast noch einiges vor dir. Let's go, Jaden. Let's go, Jaden, let's go. Go, Jaden, go. Weiter, immer weiter, Jaden. Nicht anhalten, Jaden. Weiter, immer weiter. Oder wir müssen, glaube ich, in den Stufen ja die Beweise abchecken. Nur, das ist auch egal, Leute. Machen wir anderen mal vielleicht. Wenn wir runter können oder so. Los, Jaden. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ich glaube, hier waren ja die Autoreifenspuren, oder? Muss es, glaube ich, sein. Genau, hier ist noch eins. Let's go. Fußspuren. Von den verdammten Origami-Killer. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Boah, es kann doch nicht sein, es ist so lange geregnet, Alter. Durchgehend, dann noch so fette Tropfen, ey. Meine Fresse. Was ist hier? Reifenspuren, oder? Ja, Reifenspuren. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Okay. Ey! Wichser. Wer macht noch so? Wer macht es noch, Alter? Das machen nur die 2008er noch damals. Oder wir haben noch so damals gemacht. Kann man das sehen für die Kamera? Wir haben noch so gemacht damals. Das war noch relativ lustig eigentlich. Oder noch so. So war auch noch damals. In der damaligen Zeit noch relativ in.
Was machen wir heute eigentlich? Die heutigen Kinder. Machen die auch noch solche Bewegungen oder noch andere Bewegungen jetzt? Außer Stinkefinger vielleicht. So, runter hier, runter, runter, runter! Oh yeah, Jaden, du Slider. Boah, der ist so dreckig, der Junge. Der ist so dreckig, ne? Also man kann jetzt hier leider keine Beweise absuchen, deswegen... Aber runtersliden hier. Dann ab zum Revier. Und dann... Mal sehen, was wir machen müssen eigentlich, ne? So, ich würde lieber absetzen hier. Weil... An die, die es schon kennen, die Brille ist jetzt nicht allzu gesund für die Augen oder für die Psyche oder für die Gesundheit. Ach du Scheiße! Hätten wir hier sterben können eigentlich auch? Am Zug, das wäre eigentlich gar nicht so geil, ne, mit Jaden? Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nee, ich gehe auch. Nein, das reicht mir. Ich gehe auch, Blake. Ich fahre dann auch. Wir fahren auch. Können wir noch die Gedanken lesen? Dann können wir sogar noch mal beschreiben. Der Mörder muss die Leiche hergetragen haben. Hier müssen irgendwo Spuren sein. Warum zum Teufel ist hier Blut? In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen. Genau wie bei den anderen Opfern. Viel zu viele Menschen hier, sie zertrampeln den ganzen Tatort. Ich habe genug gesehen. Schnell zurück zum Revier, sonst hole ich mir noch eine Lungenentzündung. Ja. Weil er ist gerade befeuchtet, es ist kalt, da kann man so schnell krank werden, ne, in der Kombination. Deswegen schnell zurück zum Revier. So, renn in dein Porsche. Dann ab zurück, Jaden. Hast du verdient, Alter. Du bist voller Schlamm, Bruder. Geh dich mal duschen oder so. Mund so an. Dann weg hier. Vielleicht noch anschnallen vielleicht, Jaden. Ich meine, du bist zwar ein FBI-Typ, aber ich glaube auch FBI-Typen sollten sich eigentlich anschnallen, aber... Okay, er ist abgehoben. Egal, Leute. Aber saugeil gemacht, die Story. Also Jaden, Scott Shelby, Ethan, alles Charaktere, die man eigentlich mag. Ja. Ist schmerzhaft zu sehen. Sehr schmerzhaft. Solche Menschen eben auch so tief fallen, ne, wie Ethan oder andere Dinge. Dienstag 13 Uhr. Was ist das hier? Ich würde sagen, das ist ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Wolf? Ein Wolfskopf. Ja, Wolfskopf, genau. Und das ist so eine Mischung aus Krebs und Gesichtern. Ich habe zuerst einen Krebs gesehen, deswegen sage ich Krebs. Krebs. Ja, Krebs. Das ist... Tod. Tod. Sensenmänner, Sensen und da ist noch ein Gesicht in der Mitte. Sieht nicht so schön aus. Ich will gar nicht wissen, wie viel eine Sitzung kostet, ne? Mit solchen Technologien, Alter, safe mehrere hunderte Euro. Eine Sitzung bestimmt. Dann noch pro Woche. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wow. Wie geht es, Sean? Ich glaube, er ist wütend, weil ich seine Erwartungen nicht erfülle. Weil ich wohl unfähig bin, ihn und seine Mutter glücklich zu machen. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich... will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn Sean? Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Sagst du was nicht, Ethan? Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Nee. Alles gut. Nein. Im Let's Play habe ich ja, glaube ich, das schon verraten, die dass wir diese Schizophrenie beenden. Haben, wir aber Gespräch machen das mal nicht weiter. In diesem Let's Play. Wir testen mal es so einfach aus. Aber
Ich muss sagen, in Real Life hätte ich das schon angesprochen. So, eine Schizophrenie. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Wow. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ich muss aber sagen, der Psychologe ist jetzt nicht so der Beste, ne? Einfach, er sagt einfach, Unfälle passieren jeden Tag. Geben Sie sich nicht die Schuld. Ja, wow, danke für die Ratschläge, Bruder. Ich hätte daran nicht gedacht, oder wie? Ey, das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch mit Soße. 16.10 Uhr. Am Spielplatz. Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dann mit dem lieben Sean reden. Am Spielplatz hier. Like, wenn es gefallen hat. War eine sehr traurige Folge, coole Folge, actionreiche Folge. Wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.